Also ich denke, es wäre jetzt ein Problem umzusteigen, weil die Leute, die denken zwar noch oft an die schöne Zeit, als es die gute D-Mark gab. Viele sind nostalgisch, aber ein Rückschritt wäre, glaube ich, jetzt nicht gut. Wenn es jetzt auf D-Mark umgestellt wäre, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Also ich bin der Meinung, wir sollten beim Euro bleiben. Die Währung hat sich eigentlich bewährt bis jetzt. Also ich würde behaupten, es wäre besser, wenn man den Euro behalten wird. Da, falls es sich doch wieder stabilisieren wird, wäre es doch besser, gerade innerhalb von der EU dann eine einheitliche Währung zu haben. Nein, sicher nicht. Also vom internationalen Handel her brauchen wir den Euro. Also Umstieg wäre sicher nicht jetzt zu empfehlen. Also ich studiere selbst in Finnland und da geht die gleiche Rede, ob man da nicht wieder die Finnmark einführen sollte. Und es ist nachgewiesen, dass der Euro viel gebracht hat in ganz Europa. Ich denke also nicht. Also ich bin der Meinung, dass die D-Mark, es ist eine Möglichkeit für Deutschland, aber wir treten damit halt direkt nochmal aus der EU aus und der Export wird halt zurückgehen und damit wird Deutschland auch viel Verlust machen.